Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Need for Speed Shift. Ja, ich komme mal wieder nach einer langen Zeit Forza Horizon 3 Spielen mal wieder dazu, ein bisschen Need for Speed Shift zu spielen. Wir haben es heute mal seit langem Tag, der einigermaßen erträglich ist von der Temperatur her. Beziehungsweise Tag haben wir nicht mehr, wir haben eigentlich schon wieder fast Nacht. Oder es ist eigentlich Nacht. Wir haben mal wieder 11:45. Aber naja, ich habe es beim letzten Mal geschafft, um 3 Uhr nachts aufzunehmen. Da wird 11:45 ja wohl kein Problem sein, oder? Hoffen wir mal. Ja, teilweise war es ja beim letzten Mal ein Problem, weil wir hatten ja unseren tollen Skion, den wir auch immer noch ausgewählt haben. Und mit dem liefen die Rennen ja nicht ganz so gut. Und deswegen müssen wir heute ein bisschen was nachholen und ein paar Rennen wieder fahren. Und wir haben ja gesagt, das Ganze machen wir mit unserer Corvette. War das die Corvette? Ja, es war die Corvette, genau. Genau. Und ja, mit der sollte das ja an sich kein Problem sein. Mit der kamen wir eigentlich ganz gut zurecht. Ja. Ja, ist ja nicht meine allererste Aufnahme seit langem. War es gestern oder gestern oder vorgestern? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Habe ich ja eine Folge hier Let's Wait aufgenommen mit Forza Horizon. Und ja, deswegen aufnehmen. Die Blockade sollte schon mal erstmal jetzt wieder weg sein. Ich muss schalten. Da war was. Ja, es ist ein bisschen was passiert, so in meinem Privatleben, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mittlerweile wirklich fest mein Abitur in der Hand. Das habe ich jetzt, genau. Schnitt 2,9. Es ist kein 3er-Abi, es ist ein 2,9er, ja. nee, bin ich auf jeden Fall... Zufrieden ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es ganz okay. Das war so mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, als ich in die Oberstufe gekommen bin. Komm, mach ein 2,9er Abi und das langt dann auch. Ja, war eine Punktlandung dann am Ende. Auch wenn es, wenn es am Ende nochmal gut in die Hose gehen hätten können. Gehen hätten können? Ach, keine Ahnung. Mit den Prüfungen. Aber die liefen ja auch ganz gut. Weshalb dann ja auch das 2,9er Abi zustande kam. Ja. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Ja, ich bin aus der Schule raus. Ja, und jetzt beginnt mehr oder weniger ein neuer Lebensabschnitt für mich. Ist klar, Schule raus und so. Ja, Sache ist nur, ich weiß noch nicht, was genau da kommt. Ich bin ja jetzt seit guten Dreivierteljahr am Gucken nach Ausbildung oder an sich, was man nach der Schule machen könnte. Ja, und da hatte ich leider immer noch nichts Festes ergeben. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich so innerhalb der nächsten 6 Wochen ein bisschen fester weiß, was danach sein wird, weil, naja, ich mache mir halt schon so ein bisschen Gedanken. Ist ja auch irgendwie klar. Und ja, dann werde ich mal gucken. Ich tendiere ja auf jeden Fall immer noch zu einer Ausbildung. Ich wollte ja eigentlich die ganze Zeit eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner machen. Oder wie es früher mal hieß, technischer Zeichner. Ja, ich habe dort dafür, ich glaube insgesamt 8 Firmen bei mir in der Umgebung angeschrieben. Und ja, bei allen hieß es dann irgendwie, nö, geht nicht. Oftmals auch so komplett ohne Grund, weshalb ich hier auch gerade stehe, okay, bin ich jetzt zu schlecht für die oder keine Ahnung. Alter, was fahre ich hier eigentlich gerade zusammen? Und warum ruckelt das? Sollte nicht ruckeln. Ja, wie gesagt, hoffe ich da jetzt einfach mal, dass sich da was ergibt, weil ich möchte eigentlich auch ein bisschen dann in die Welt des Geldverdienens und so reintreten.
Das wäre doch ganz cool, um dann vielleicht auch mal ein paar teurere Anschaffungen zu machen. So, Auto und so wäre schon ganz cool. Weil nicht wundern, ich habe in letzter Zeit ein paar Mal ein Bild von, also Bilder von einem Auto gepostet, was ich gefahren bin, ein Citroën Saxo. Das ist nicht meiner, das ist der von meinem Bruder. Und ja, eine Zeit lang war geplant, dass ich den sozusagen danach bekomme. Die Sache ist, nee, das Ding ist, nee. Das ist, nicht mal unbedingt wegen dem Auto selbst. Ich finde so ein Saxo eigentlich voll cool, muss ich sagen. Auch wenn er nur 60 PS hat, der macht eigentlich richtig Laune zu fahren. Man hat richtig schön viel Feedback im Lenkrad und so. Sache ist, das Ding ist vom technischen Zustand einfach nicht allzu toll. Man muss zwar sagen, der sieht noch ganz gut aus, besonders im Innenraum. Obwohl der 170.000 Kilometer hat. Also, das sieht man dem von innen auf jeden Fall echt nicht an. Von außen schon so ein bisschen. Da hat er so ein paar Stellen, die nicht ganz so schön sind. Ja, aber vom technischen Zustand, da ist zu viel dran zu machen und das wird sich nicht lohnen bei dem. Weil es ist halt am Ende des Tages immer noch ein 1,1 Liter Saxo. Und mein Bruder hat den schon für 600 € damals gekauft. Vor, ich glaube, so ein Dreivierteljahr oder ein Jahr war das. Und ja, da noch Geld reinstecken, das wird keinen Sinn machen. Deswegen werde ich mich da nach etwas anderem mal umschauen müssen. Natürlich habe ich da meine Träume und so, aber ja, das wird dann am Ende das Geld entscheiden, beziehungsweise wie es eben enden wird mit Ausbildung und so. Wenn ich absolut nichts finde, habe ich auch immer noch die Möglichkeit, eben ein Studium anzufangen. Was ich aber eigentlich verhindern möchte, weil ich wollte halt erstmal die Ausbildung machen, um so ein bisschen aus dem Schultrott rauszukommen. Ich weiß, man hat immer noch eine Art Schule durch die Berufsschule, die man dann ja besuchen muss. Ich glaube, zweimal die Woche ist es bei technischer Produktdesigner meistens. Und ja, aber es ist nicht mehr nur Pauken und so, sondern auch mal ein bisschen Praxis. Und ja, ich möchte mal so ein bisschen aus dem Trott rauskommen. Das heißt nicht, dass ich vielleicht nach der Ausbildung noch ein Studium anfange, aber mal schauen. Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Und ansonsten, ja, will ich auch mal schauen. Vielleicht ein halbes oder ein ganzes Jahr einfach mal jobben und dann währenddessen so früh wie möglich mal bei anderen Stellen bewerben und gucken, dass da irgendwas wird. Ist zwar auch so eine Lösung, die ich nicht allzu gerne machen möchte, weil, naja, es ist halt ein halbes Jahr, in dem man jobbt und ich möchte eigentlich nicht unbedingt so gerne jobben. Ich möchte eigentlich schon ganz gerne direkt wirklich in eine richtige Berufssparte reingehen und nicht, keine Ahnung, Zeitungen ausliefern oder Regale einräumen. Also nichts gegen Leute, die das direkt so machen, aber das möchte ich nicht unbedingt machen. Ich meine, für ein halbes Jahr wäre das absolut kein Problem. Auch ein Jahr wäre ja noch nicht allzu viel. Und das wäre ja auch irgendwie eine Zeit, dass es wieder eine Pause von dem ganzen Lerntrott und so wäre. Aber ja, eigentlich möchte ich es nicht machen. Ja. Aber mal gucken. Ich langweile euch wahrscheinlich mit meinen persönlichen Troubles und euch interessiert es gar nicht, aber naja, müsst ihr halt durch. Ja, ansonsten hatten wir auch noch Abiball. Ja, war auch ganz lustig. Gibt eigentlich nicht allzu viel dazu zu erzählen. Das Rennen hat ziemlich lang gedauert. Ich hoffe, wir packen heute noch alles dafür. Aber ich glaube, außer das ist es eh nur noch ein anderes Rennen, oder? Zumindest haben wir das jetzt mal als auf dem dritten Platz abgeschlossen, was ja heißt, dass wir das Finale gegen den einen Typen da freigeschaltet haben. Müssen ja nicht unbedingt alles gewinnen. War auch ein bisschen abgelenkt durchs Reden, muss ich einfach sagen. Ja. Jetzt gibt's
Ein kleines Zeitfahren noch und danach dann hoffentlich das Finale. Ich denke mal, das wird auch heute von der Zeit noch passen für die Folge. Gott, das Oval. Ich meine, es ist ein Ami, die sind ja wie fürs Oval gemacht, aber ich glaube, es gab nie ein Corvette Nesca, oder? Oder Stocker, wie die heißen. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern, mal eine Corvette als Stocker umgebaut gesehen zu haben. Also als diese Nesca-Autos halt noch Stockers, oder? Ich glaube schon. Okay, wir haben ein bisschen Trouble in den Kurven. Oh, neuer Fahrerlevel. Ziemlich eintöniges Rennen, wenn ich das so sagen darf. Ach komm, wir haben immer noch nicht die Bestzeit. Was soll denn das? Sind auf einen Zehntel an ihm dran. Also mal, wie knapp ist das denn? Ah, das wird schon mal nix. Jetzt haben wir auch noch Verkehr, lass mich in Ruhe. Oh, verdammt, noch Dritter. Wir müssen aufs Podium kommen, das ist wichtig. Profilpunkte haben wir auch, das bringt uns aber nichts. Sag mal, ich krieg's nicht schneller hin. Jetzt haben wir den One überholt, okay. Das ist gerade ein schöner Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich muss mich gerade echt anstrengen. Oh Mann, was sollte das denn? Was ziehst du mir denn in die Linie? Boah, was? Mit deinem Hello Kitty Kobalt. Oder was auch immer das da sein sollte mit den Pfoten hinten drauf. Nee, jetzt kriege ich gerade irgendwie gar keine Runde mehr hin. Oh, ja. Kann ich nicht einfach mal die ganze Strecke für mich haben? Das haben die doch beim Nesca bei den im Qualifying normalerweise auch, oder? Wenn ich mich richtig erinnere an das Let's Play, was ich damals vom P1 TV geschaut habe. Das war auch ein cooles Let's Play eigentlich. Denk mal gar nicht, dass so was im Zuschauen irgendwie Spaß machen könnte. Wie man 50 Runden im Kreis fährt, aber war eigentlich ganz cool. So, jede Menge Präzision, das ist super. Levelaufstieg. Candy-Luck, okay.
So, und damit sollten wir dann das finale Rennen gegen den Ron Kai Ich oder habe so heute hieß einen der, glaube Anruf ich. von Ron K. Er will dich zu einem Ron K. Fahrerduell herausfordern. Was denkst du? Ja, machen wir mal. Mal gucken, wie das ausgeht. Fährt einen schönen Mustang. Einen neueren. Mal schalten. Eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist, das fand ich ganz lustig. Und zwar hat Black Panther ein Video zu... Oh Gott, wie hieß das Spiel? Dieses Ferrari-Spiel. Test Drive Ferrari oder irgendwie so. Was ja auf jeden Fall von den Machern von Need for Speed Shift auch gemacht wurde. Hat das. Nee, Quatsch, das war gar nicht Black Panther, das war das Slap Train, genau, das Slap Train hat das Video gemacht. Zu dem Spiel. Und fand das Spiel an sich auch ganz gut. Ist ja damals ganz schön gefloppt, muss man einfach so sagen. Und mir ist da aufgefallen, dass die jede Menge aus Need for Speed Shift 1 übernommen haben. Die haben sogar die Töne der Startampel. Also, wenn dieser Countdown da ab. Ich hasse diese Strecke. Das machen wir nochmal. Wenn diese Startampel abläuft, gleich hören wir es wieder. Oder hören wir das? Ja. Genau das. Diese Töne haben die übernommen. Finde ich interessant. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war so ein Spiel, was ich komplett vergessen habe. Ich erinnere mich nur noch, dass Let's Play Noob, das glaube ich mal eine Zeit lang Let's Played habe und das Spiel dann irgendwann relativ früh schon in der Karriere einfach nur unspielbar wurde. Ähnlich wie Need for Speed Shift 2 es war. Was auch von den gleichen Entwicklern ist und ja. Ganz lustig, meine diese. Junge, was sollte das denn jetzt? Ach, er hat sich auch abgeschossen, okay. Immerhin. Nee, ist ganz lustig, mal so reinzuschauen, weil das auch so eine Zeit ist, wo das Spiel rausgekommen ist, wo ich richtig mit den Rennspielen angefangen habe. Also wo mein Interesse wirklich an Rennspielen. Das erste Mal wirklich hoch war. Weil davor, ja, waren es halt ein paar. Ich habe zwar viele Rennspiele schon so gespielt, aber ich habe mich nie wirklich für die Spiele selbst interessiert. Das war eher so, so, ich habe halt ein Rennspiel und das spiele ich mal. Och, Junge, och, was sollte das denn jetzt, Corvette? Können wir nicht wieder neu starten? Warum untersteuerst du so sehr? Ja, deswegen mal ganz interessant, das Spiel zu sehen. Muss selbst sagen, ich habe das Spiel nie gespielt und habe, glaube ich, auch nicht vor, mir das Spiel mal zu holen, weil ich weiß nicht, ich fand es selbst damals nicht so toll. Es geht nicht mal unbedingt um Ferrari, an sich finde ich Ferrari gar nicht so, so schlimm. Es gibt ja viele, die Ferrari gar nicht mögen, weil das so diese Marke ist, wo halt die Neureichen hingehen, wenn sie ein tolles Auto haben wollen, weil Ferrari und so. Aber ich finde, es gibt viele Ferraris, die sind echt ganz cool. Aber mehr wegen dem ganzen Spiel an sich ist. Es war sehr eintönig, das Spiel. Weil man teilweise wirklich Rennen fahren musste, welche. Bei denen man irgendwie 10 Minuten unterwegs war und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann konnte man das Rennen neu starten und so. Was bei diesem Handling, was ja auch übernommen wurde, nicht schwer ist. Junge, jetzt komm. Warum komme ich gerade mit der Corvette nicht klar? Wir kamen so gut mit der zurecht. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich ist es die Strecke, weil ich hasse auch diese Strecke. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist.
Ich glaube, meine Hassstrecke aus dem ganzen Spiel, diese Strecke. Ich kann diese Strecke einfach nicht ab. Die ist so ekelhaft zu fahren. Ja, das haben wir schon wieder verloren. Oh, nein. Neu starten, so. Ne, die Strecke hätten sie echt rausnehmen können, weil die ist mit diesem Handling nicht fahrbar. Man hat jede Menge Bodenwellen drin, die das Auto komplett aus dem Konzept bringen. Was in diesem Spiel hier mit dem Handling der Super-GAU ist, wenn das Auto aus dem Konzept kommt. Hatte gerade ein komisches Pop-Up-Fenster irgendwie auf meinem zweiten Monitor, deswegen nicht wundern, warum ich kurz so gestockt habe. Nicht, dass mein normaler Stil des Kommentierens extrem flüssig wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Komm rum, du Auto. Ja, du Auto auch. Geile Beleidigung. Du Auto, du. Ja, aber diese Strecke, da weiß ich auch noch nicht, ob ich die wirklich in diesem Langstrecken-Ding fahren werde, weil ich halte es hier nicht länger als 3 Runden aus, das kann ich euch schon sagen. Dann wiederum wäre es vielleicht auch ganz amüsant, komm rum, du... Boah, Junge, jetzt... Warum kommt der mit seinem doofen Mast? Ich nehm's zurück. Oh Gott, der ist neben mir. Was zum Geier war das denn jetzt? Oh, Hilfe. So, erste Runde ist schon mal überstanden. Hui. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Wir wollten diese Langstreckenrennen ja, also hatte ich ja die Idee, dass wir die auch im Livestream machen könnten. Die Idee ist auch noch nicht verworfen, also an sich hätte ich da schon Lust drauf. Ich nehme einfach mal an, dass wir gegen den ziemlich Probleme haben, weil wir ihm fahrwerkstechnisch und so doch einem neueren Mustang unterlegen sind. Weil ich merke, dass immer auf der Geraden kann ich ihm immer ganz gut wegziehen. Aber sobald dann eine Kurve kommt, ist er wieder direkt dran. Ist ja jetzt so eine Corvette, ist ja jetzt trotz des hohen Alters auch nicht das... Danke fürs Schneiden, das allerleichteste Auto. Ja, aber jetzt kommen wir an der Gerade auch nicht dran. Was machst du da? Das sind selbst die Kurve schneiden. Oh, ich hasse diese Kuppe hier. Oh, kommst du denn jetzt her? Jung, quetsch ich halt vorbei. Junge, wir sind hier nicht. Spiel? Mir ist gerade alles komisch. Komm. Besonders die engen Kurven. Das ist eine ganz schöne Qual mit der Corvette. So, jetzt haben wir es aber. Geht doch, die Runde lief jetzt ganz okay. So. Folgengänge passt sogar auch. Das ist sehr schön. Und damit würde ich dann auch sagen, war es schon für die Folge. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung, so warum geht's, freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer, bis dahin, euer Tiger 15, aka der Fossibär. Ich hoffe, dass das jetzt mal hinmacht, weil ich euch noch die Wiederholung zeigen möchte, aber okay. Ja, 1K, toll. Ja, jetzt hier Wiederholung und da und hier könnt ihr schauen und so.
Bis dann.